Moin, meine kleinen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zur Folge 50 Fragen zu heute Disney/Pixar. Ja, mit Christian, oh, Sebastian und Peter. Okay. Das ist ja Disney's Pixar. Also, das ist ja, genau. Aber es geht um beides und nicht nur beide um beide haben die auch irgendwann mal Disney gekauft. Pixar, das war nicht von Anfang an von denen, oder? Würde ich auch sagen. Von Anfang an von denen. Nee, Pixar war auch gekauft. Eigenständig, ja. Der, die oder das gute Sunny hat geschrieben dazu, der hat das, der, die oder das hat das erstellt, was ist ja, als alles, glaube ich, zählt. Keine Sunny Ahnung. Kann alles sein. Sunny kann alles sein. Ich habe sehr viele Disney Pixar Gold Editionen zu Hause und habe daraus mal was für euch gemacht. What und bevor sich Jay aufregt, ja, das sind alles Disney Pixar Klassiker. Okay. Was ist denn Gold-Edition? Keine Ahnung, wahrscheinlich sind irgendwelche Special Editions. Diese Jubiläumsdinger, Extended und alles. Ja. Nina hat da auch ein paar von bei uns stehen. Julius hat die immer ausgeräumt. Keine Ahnung, was das ist. Für eine richtige Antwort bekommt ihr 3 Punkte. Für eine falsche Antwort bekommen alle anderen 1 Punkt. Ja, finde ich nicht so gut. Ich würde sagen, wir starten in die erste Frage. Die erste Frage ist: Aus was bestand der Sarg von Schneewittchen? Christian. Glas. Stimmt. Oh, vielleicht doch nicht? Geht gut los. I like it. Erste Frage ist schon top. Ja, ja, ist okay für mich. Ist okay Kristall für mich. Ist auch ich lass Glas. Das durchgehen. Ich bin heute nett. Heißt es Kristallglas oder was? Hier steht aus Glas und Gold. Ich finde, Glas ist auch eine absolut valide Antwort. Ja, du musst die ja sowas sehen. Wenn der komplett aus Gold wäre, hättest du ja gedacht, da liegt irgendwie, keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich ist der Boden so aus Gold oder so und der oben aus Glas. Deswegen ist es für mich okay, wenn da auch nur Glas ist, weil sonst kommt der da wahrscheinlich auch ewig drauf. Nächste Frage. Wer oder was ist Colonel Party aus das Dschungelbuch? Colonel wer? Das ist der Elefant und das ist der Vater von dem Elefantenbaby. Oh. Colonel Harty oder Harty, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Das ist ein Elefantenbulle. Das ist richtig. Habt ihr sehr schön gemacht. Halt! Und dann laufen die alle gegeneinander. Mega geil. Das ist absolut korrekt. Frage Nummer 3. Was war Aladdins erster Wunsch? Oh, shit. Er hat ja 3 Wünsche. Ja. Was war der erste? Lamborghini. Genau. Christian. War nicht der erste, dass die aus der Höhle entfliehen? Also aus diesem einstürzenden Grab, wo er die Lampe gefunden hat? Das war doch der letzte, oder? Ja, da findet er doch die Lampe. Und dann musste er sich doch da irgendwie rauswünschen. Weil der zweite war doch Prinz sein, oder nicht? Die Antwort ist auf jeden Fall falsch. Schade. Ich meine, er wünscht sich erst was Unnötiges, dann wünscht er sich da raus. Dann sag ich, der wünscht sich, Prinz zu sein. Ist richtig. Aber, what? Ist der, hat der Genie den einfach so aus der Höhle rausgeholt? Ich weiß es gerade nicht. Der mit dem fliegenden Teppich. Ja, aber die sind doch irgendwann, sind die doch. Der hat sich nichts gewünscht. Sind die da nicht eingeschlossen gewesen? Na, egal. Soll nicht. Frage Nummer 4. Wie heißt Andys gemeiner Nachbar in Toy Story? Hurensohn. Oh, ich muss bei Julius immer das Hörspiel hören. Scheiße. Nein, Son hieß der. Peter. Jack. Nein. Schade. Scheiße. Jack. Ich weiß, wie die den eingeschüchtert haben. Fuck. Es ist nicht Jack. Wie hieß der denn nochmal? Der wollte eine geile Rakete bauen. Ich weiß es leider auch nicht. Ich auch nicht. Vielleicht ist das eine Anspielung auf eine andere Serie und der heißt Dennis oder so. 4, 3, 2, 1. Es wäre Sid. Oh, da wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist doch ein Hundename, oder? Ich wollte auch gerade sagen. Idee. Sid. Next. In was verwandelt sich der Kutscher bei Cinderella nach Mitternacht zurück? Chris. Oh Mist, zurück. 5. In Hund. 4. Falsch. Puh.
Puh, das waren ganz schön viele Tiere, ne? Aber das ist die Kutsche. In was war der Kutsche? Na komm, let's try, Maus. Nee. Das. Ein Pony. Oder ein Pferd. Wär krass. In ein altes Pferd. Als ob der Kutscher ein Pferd war. Oh mein Gott. Ja, Christian, voll der gute Guess. Ja, oder was? Frage Nummer 6. Ein Tier in dieser Welt. Ein irgendein Tier. Welches Tier ist Louis aus Küss den Frosch? Ein Frosch. Ja, darf nicht drücken. Darf nicht drücken. Warum drückt doch einfach, Christian? Nein, ich kenne ihn. Ich kenne das nicht. Ich kenne drei Punkte für eine richtige Antwort. Das? Er ist ein Frosch. Das ist falsch. Ich könnte da oben gehen, auf das Cover gucken. Eda. Mir fällt der Name nicht ein, aber das ist dieses Insekt, was Arsch hat, der leuchtet. Das, ein Glühwürmchen. Ein Glühwürmchen. Jetzt wird hier noch geholfen. Insekt, das falsch. Das Arsch hat, der leuchtet. Okay, dann Krokodil. Falsch, wie ist das? Das ist falsch, das ist ein Alligator. Ja, okay. Kommen wir zu Frage Nummer 7. Was soll Remy in Ratatouille laut seinem Vater beruflich machen? Alter. Ja. Was sollte der denn machen? Warte mal, machen ist ja auch was anderes als werden. Ich glaube, ja, also werden, ich glaub, kannst das meint du genauso aber nehmen. Ah. Geht also wahrscheinlich um beruflichen, um Beruf geht es wahrscheinlich. Ja. Scheiße, was haben die denn da gemacht? Ja. Was ist denn so ein Rattenberuf? Ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht Golfballtaucher. Okay. Ja, ganz klar Schreiner. Schreiner. Was? So wie unser Chemielehrer Peter. Nee, Peter sollte Automechaniker werden. Automechatroniker soll ich werden. Ja, Entschuldigung, Automechatroniker. Nee, das ist falsch. Ja, okay. Kein Schreiner. Die nagen immer so viele Sachen an. Innenarchitekt. Ich erinnere mich aber auch gar nicht. Also, es ist zumindest was Smartes. Oh. Was man halt da auch so, was halt so was man sich denken könnte, was sein könnte. Also, so, ne? So, Peter sagt ja, die nagen alles an, dann ist das wohl ein Schreiner. Also, könnte, ist sinnvoll. Oh, Nee. Nee. Also, Peter. Der soll in die Müllabfuhr. Die hatten immer Müll fressen. Nein. Schade. In die Müllabfuhr. Christian. Hatten die nicht Leute, die irgendwie Essen auf Gift getestet haben oder so? Soll irgendwie sowas? Oh. So ein Gift-Tester. Nicht so der soll der Sohn auch immer. Nicht Vorkoster, aber irgendwie so in die Richtung. Warte mal, war Remy die Ratte oder der Typ? Die Ratte. Ja, eben, okay. Ja, ich glaube also, auch die Ratte. Also, was genau ist jetzt deine Antwort? Ja, die sind doch Vorkoster. Da, die haben immer Leute. Vorkoster. Nee, nicht Vorkoster, weil wenn du vorkostest und das ist vergiftet, dann verreckst du ja, das ist ja dumm. Aber so Vortester hier, so der schnüffelt und dann ist das entweder so Giftschnüffler. Ja. Ja, sehr gut. Als ob! Ist richtig. Weil der klatscht ihm doch auch das Essen aus der Hand irgendwie, als der das da essen will. Sehr schön. Wie gut Christian einfach rät. Das ist ja insane. Nächste Frage. Was bedeutet KEG, also Konrad, okay. Emil, Gustav, in die Monster AG? Oh mein Gott. KEG. Was ist der KEG? Das ist, ach, das so heißt die Firma, oder? Habe ich euch sogar noch einen den Artikel gegeben. Wie war der Artikel? Der KEG. Ach so, scheiße. Es ja, aber schwierig, ist aber ein Buchstabe fehlt Sinn. Mir. Welcher? Der letzte. Der Geniestreich. Mhm. Der Gedanke.
Der Gepard. Habt ihr die Monster AG gesehen? Ja! Hilft. Sehr gut. Das ist doch, ist das die Organisation? Das ist ja der. Name der. Kaufhaus. 5. Oh, Englischer Geistlicher. 4, 3, 2. Vielleicht ist das der Preis. Eins. Ich vorbei. Ich komm nicht auf das Letzte. Kinder, okay, selbst noch die ersten beiden Sachen. Achso, Kreischenergie hätte ich gesagt. Achso. Kreischenergie und dann irgendwie nicht Behälter, sondern. Beides falsch. Beides falsch. Ja, es wäre der Kindererkennungsgeheimdienst. Oh. Geheimdienst. Oh, der unsichtbare Dude, war der da drin, der dann der Böse war? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Frage Nummer 9. In welchem Verhältnis stehen Hiro und Tadashi in Baymax? Habe ich nicht. Doch, habe ich früher gesehen. Was war Baymax? War das mit dem Aufblasen? Das war mit diesem weißen Flubber-Ding. Ach, dieses riesige. Da habe ich nicht gut aufgepasst. Richtig. Wie, in welchem Verhältnis stehen Hiro und Tadashi? Geliebte. Peter. Geschwister. Und Brüder. Der Guess out of nowhere. Als nächstes hätte ich Freunde gesagt. Frage Nummer 10. Wie heißt das Pferd von Maurice in Die Schöne und das Biest? Wer war denn Maurice? Keine der Ahnung, Prinz. Aber jetzt ist ja auch noch die Frage, wie das Pferd von ihm heißt. Oder ist das der Prinz? Ich glaube, das habe ich zum letzten Mal im Kino gesehen, Die Schöne und das Biest. Und zwar nicht den Realfilm. Oh, so lange schon her. Das Pferd ist nicht Gaston, oder? Nee, Gaston ist ein bisschen böse. Namen, Peter. Ja, 100 Pro und Französisch. Was fallen uns für französische Namen ein? Rémi. Rémi ist gut, aber ich glaube, Rémi war jemand anders. Ich muss halt ehrlich sagen, ihr seid echt nah. Also, ihr seid zumindest mit dem Guest nicht falsch. Rémi? Das ist französisch. Nein, dass das ein französischer Name ist. Ach so, ja, das ist ja auch bei Schön und das Biest echt naheliegend. Michel? Kann für beide sein. Ich habe keine Ahnung. Das Scheißpferd ist mir. Also, ich könnte nicht mal sagen, wie die Tasse heißt. Ich weiß oder nicht mal, wer Maurice nicht, ist. Nee, ich auch nicht, leider. Ja, schade. Nee, ich weiß vielleicht auch nicht. Ich kann leider nicht mal einen geilen Guess machen. 5, 4, 3, 2, 1. Es wäre Philipp. Okay. Philipp. Wer war Maurice? Keine Ahnung. Ah, ja, sehr gut. Was wünscht Merida sich von der bösen Hexe im Film Merida? Ach Gott. Wer ist Merida? Jetzt bin ich auch gerade verwirrt. Ach, das ist die mit den roten Haaren, habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ah Mann! Ja, hab ich nicht gesehen. Komm, aber da kommt sowieso keiner drauf. Die hatte voll aber den was Twist, wünscht sich Merida von Eltern, der bösen die Kacke Hexe. Finden. Ja, vielleicht können wir das herleiten. Andere also Haarfarbe. Also, ich meine, die hat irgendwie Kacke gebaut und dann mochten die Eltern die nicht mehr so und dann musste sie gucken, dass sie das wieder gerade biegt. Peter. Dass die Eltern die wieder lieb haben. Ach komm. Nee. Das wäre zu schön gewesen. Das wäre echt schön gewesen. Nee, die muss sie, glaube ich, irgendwas ungeschehen machen oder. Ah, ja, ich habe aber keine Ahnung. Der war auch so, geht so. War okay. Also hier steht bei mir was. Konkretes. Anderes. Als dass sie sich wieder lieb haben. Keine Ahnung. Das kann vielleicht das Ergebnis daraus sein, aber. Ich habe keine Ahnung. Das ist so eine Embrace deine Frauigkeit-Geschichte. Deswegen wünscht die sich, Kerl zu werden und lernt, dass das eine dumme Idee ist. Was? Oh. Sie möchte ein Mann sein. Okay. Nee. Okay. Ja, jetzt habe ich keine Lust mehr. 5, 4, 3, 2, 1. Dass sich ihre Mutter ändern würde. Ja, meine ich doch. Böse ja, Hexe. Und die dann wieder lieb hat. Ja, echt. Genau. Wo ist Christoph aus Die Eiskönigin aufgewachsen? Sepp. Auf dem Land. Nein. War das Guess oder hast du da was im Kopf gehabt?
Nee, ich habe einfach geraten. Ich wollte im Norden sagen, aber ich hab das nicht der gleiche. Also hier steht was Offensichtliches, wenn das in der Nähe dran ist, dann lasse ich das durchgehen. Okay. Wenn da jetzt steht, keine Ahnung. Mhm, hier steht nicht auf dem Land. Nee. Das kann natürlich auf dem Land gewesen sein, aber hier steht was anderes. Das kann das natürlich implementieren. Weder. In den Bergen. Das kann natürlich auch sehr gut sein, dass er in den Bergen aufgewachsen ist, aber wo genau? nicht unbedingt eine geografische Antwort, Ortsname. Genau. Im Bauernhof. Nee. Also willst du Ortsnamen? Nee. Achso. Ja, ich hab keine Ahnung. Also, das ist halt. Und dann so. Ich kann nicht auf dem Land, auf dem Bauernhof, auf den oder bei den Bergen oder was auch immer auf den Bergen, kann ich durchgehen lassen. Pass auf, einen Guest kann ich ja auch mal machen, ihr habt ja schon. Wie war nochmal genau die Frage? Wo ist Christoph aus die Eiskönigin aufgewachsen? Christoph aus die Eiskönigin. Ja. Bei seiner Tante. Oh. Nein. Bei seinem Onkel. Nein. Fuck. Bei seiner Oma. Nein. Bei seinem Opa. Wow. So geil. Ach komm, bei seinem Opa. Nein. Ach, schade. Was denn noch? Ah. Im Waisenhaus. Nein. Das ist smart. Ach. So, ey, komm, mach simple. Die Frage zu, keine Ahnung. Ey, jetzt bin ich auch noch dran von Anfang an. Es kommt bei seiner Familie. Ganz normal zu Hause. Ja, genau. Zu Hause wäre gut. 3-1 geschlossen. Er ist aufgewachsen bei den Bergrollen. Ah, oh mein Gott. Cool. Natürlich. Also war er quasi seine Oma. Vielleicht war ja die Bergtrolle sein Onkel. Ist das nicht der Holzfäller gewesen? Ah. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Weiß halt auch nicht mehr. Ich gehe da bald ins Musical, dann weiß ich wieder, wer Christoph ist. Nächste Frage. Was benutzen Alice und die Königin aus Alice im Wunderland beim Golfspielen als Flamingos? Sepp? Das ist falsch. What? Peter. Die Untertanen der Königin. Das ist falsch. Okay, was ist gemeint? Warte mal, kannst du nochmal weiter vorlesen? Nein. Eine Sache noch. Igel? Ein Igel! Yes! Ach, scheiße, das ist der Ball gewesen. Nicht als Schläger. Ach. Und nicht als Hindernisse. Schade. Bitte. Nächste Frage. Frage Nummer 14 ist: Welches Jubiläum wird im Spiel Fix It Felix Junior bei Ralf Reichts gefeiert? Okay, Moment nochmal. Ralf Reichts habe ich im Flugzeug gesehen. Welches Jubiläum wird im Spiel Fix It Felix Junior bei Ralf Reichts gefeiert? Boah, das weiß ich nicht mehr. Ein Jubiläum, okay. Will DJ jetzt eine Jahreszahl hören, so der 10. Nein. Nee, okay. 50 Jahre Dschungelbuch. Dann ist es aber immer noch ein Jahr, Sepp, wenn du 50 Jahre Dschungelbuch hast. Ja, es reicht nicht, das meine ich. Doch, welches Jubiläum? Ich will jetzt natürlich nicht, dass. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Fünfjährige Jubiläum als Antwort haben. Das wird nicht reichen. Schon ein bisschen mehr Substanz dahinter. Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber auch nicht, weil Fix It Felix kann ich gerade nicht zuordnen. Random raten, ihr müsstet natürlich nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Es ist das 30-jährige Bestehen. Von was? Von Fix It Felix Junior. Ach so. Wahrscheinlich. Ich dachte, das wäre eine Person. Nee, ist ein Spiel. Heißt ja im Spiel. Ja, stimmt. Also der Felix Junior ist wahrscheinlich ein... Der Charakter. Ja. Gut. Welches Abzeichen fehlt Russell aus oben noch?
keine Ahnung, das ist irgendein Scheiß. Welches Abzeichen fehlt? Russell aus oben noch. Das sind aber wirklich Kleinteilfragen, ey. Ich möchte ja Weltmeister werden in der Formel 1. Also mein Level an Fragen wäre so, mit was fliegt das Haus? So. Ja. Luftballon. Oder wie heißt der? Felix ist auch schon echt schwer. Ja. Christian. Dem fehlt noch das Abzeichen, alten Menschen geholfen zu haben. Das, wir sind den Senioren behilflich Abzeichen. Oh, das ist richtig. Stimmt. Und deshalb trifft er den alten Mann. Yo, das war auch Christian. Okay. So ja, ich zieh meine Aussage zurück. Das könnte man auch sich herleiten, ja. Schon sehr kleinteilig hier alles, ne? Wie heißt das Pferd der königlichen Garde aus Rapunzel neu verföhnt, welches Flynn verfolgt? Keine Ahnung, das ist weiß. Ja. Und ist das ein Schimmel? Nee, das ist weiß. Ja, dann ist es doch ein Schimmel. Ich gebe euch einen Tipp, es ist kein französischer Name. Rudi. Jack. Ich habe keine Ahnung. Finde ich Rudi besser. In der deutschen oder englischen Welt? Haben die eigentlich unterschiedliche Namen? Nee, oder? So was machen die nicht, ich würde sagen, das ist ein lateinischer Name. Ich glaube, Vaiana hieß im Original. Julius Hallus? Ein lateinischer Name? Ja. Ich finde, das ist ein lateinischer Name. Markus. Nee. Marcus Aurelius. Augustus. Peter. Julius. Nee. Ja, das wüsste ich, Peter. Peter. Augustus. Nee. Scheiße. Ist das nicht Röm? Also ja, ja, so römisch. Ja, es sind nur lateinische Namen dann. Muss auch Ustern sein. Oder ist das ein weibliches Pferd? Oh. Gibt ja auch, kennt ja auch den lateinischen Namen Caesarus, ne? Ja, Nero. Caesar gebe ich euch mal als Tipp. Nerous gebe ich auch. Stimmt, Nero gibt's Nerous. Auch. Nerous. Auch schön. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ach, dann weiß ich auch nicht mehr. Lateinische Namen fallen mir nicht ein. 4, 3, 2, 1. Maximus. Ach, das ist doch wirklich scheiße, das ist Maximus. Deine Mutter. Hat sich einer Maximus gesagt? Ja. Ich hab schade. Maximus gesagt. Aber auch eher ja. Wild Guess. Wie heißt Lightnings Transport-Truck in Cars? Habe ich auch nicht gesehen. Der hat einen Namen, der Transport-Truck. Ja. Welche Farbe ist der Wagen, wäre wieder mein Level. Braun. Nee, ich meine der Rennwagen. Also rot. Welcher? Ja, Lightning McQueen. Ah. Aber scheiße, wie heißt denn dein bester Freund? Ach lol, das ist der beste Freund. Ja, das wie ist doch der Abschlusswagen. Wie heißt Lightnings Transport-Truck in Cars? Komm, Peter. Das ist doch so ein Hillbilly, Jack. Oder? Ja. Was haben Hillbillys für Namen? Jack. Tom Sawyer. Tom. Ich würde sagen Peter. Was war die Jack. Antwort, Sepp? Jack ist falsch. Boah, was haben Hillbillys für Namen? Soll ich euch einen Tipp geben? Ja. Nein. Du musst... Oh. Christian. Ja, komm. Ja. Du musst bei Jack einen Buchstaben ändern. Oh Mann. Christian! Mac. Ja! Heißt auch Mac? Oh mein Gott. Das heißt Mac. Guck mal, Christian, du hast sogar den Punkt oder gekriegt für den Tipp. Oh, Alter, ist das dumm. Ist Mac Frage Jones auch ein Hillbilly? Ich hoffe nicht. Nee. Ja, ich denke schon. Nee, ist ja nicht. Frage Nummer 18. In was werden alle auf der Vergnügungsinsel in Pinocchio verwandelt? Oh. Hä? Oh. Das war irgendwas Ungeiles. Ist das ein Film? Ich dachte, das wäre eine Serie. Auch grade, Pinocchio wurde Pinocchio verfilmt. Also das ist diese ganz alte Nummer aus den 60ern, alt. Oder? Ne? Genau, ist unendlich alt. Mhm. Boah, das war irgendwas nicht Geiles. Nee, mit den Kindern ist irgendwas Wildes passiert, ne? Die letzte Szene von Pinocchio kenne ich nur aus Family Guy, wo der Meister hier irgendwas fallen lässt und dann darauf hofft, dass Pinocchio lügt, damit er die Nase in den Arsch kriegt. Peters Schwierigkeit wäre jetzt so, warum wächst die Nase von Pinocchio? Ja, genau. Peter beschwert sich heute gar nicht. Scheiße, werden die nicht quasi geschreddert und dann werden die einfach zu Kuchen oder so? Also wow. Geschreddert? Ja, die werden jetzt so irgendwann verwandelt. Das war ultra brutal eigentlich. Die werden in Pinocchio zu etwas verwandelt. In was? Wer wird also verwandelt? Die Kinder auf der Wunschinsel. Und dann werden die Autos damit betankt. Aber sind die Kinder alle. Auf dem Vergnügungsinsel sind alle dann auch werden so auf der Vergnügungs- oder sind das Menschen? Nee, Menschen. Alle werden Menschen. In der Vergnügungsinsel verwandelt. In was? Da meine ich schon, was der 5,
4, Peter. Holzpuppen. Der Brainfuck. Ja? Ach, schade. 5, 4, 3, 2, 1. In Esel. Oh mein Gott. Wow. Das ist aber auch ganz schön heftig. Dann kommen die alle in die Wurst. Wie heißen Bruce Haifreunde in Findet Nemo? Oh Gott. Es sind zwei. Ja, wie hießen die denn noch? Dili und Dudli. Dili und Dudli. Das wäre zwei Antworten. Ja. Das Problem ist, die sagen halt ihren Namen nur, wenn die sich vorstellen. Und danach ist immer Bruce, Bruce hier. Pass auf. Nicht fressen. Ich habe keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Schwierigkeitsgrad zu viel für mich. Ich reihe mich bei Peter ein. Erkan und Peter? Stefan. Erkan und Stefan gesprochen. Ist falsch. Die haben die gesprochen, ja. Ja, guck mal. Dann mir fehlt. Was sagst du das? Mir fehlt der Marco. Stefan und Erkan. Mir fehlt der Marco. Hast du nicht. Marco Polo? Luigi. Nee, war der eine Christian. Nicht ein Marco Luigi. Ach so. Oder irgendwie sowas, aber der fehlt mir. Also ich glaube, ich weiß nicht, wer von den beiden gesprochen hat, aber einer fehlt mir. Bei dem anderen hätte ich einen Guess. Keine Ahnung. 5, 4. Ja, okay, bei dem einen guess ich Hammer. Okay. Und der andere Hai. Nee, ja. Also. Nee, Benjamin ist es nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Scheiße. Oh. Ja, okay. Dann, also, okay. Ach, jetzt hast du keinen Bock mehr. Ja, okay, ja, dann nicht. Ja, dann nicht. Was hättest du gesagt? Ich hätte Hammer und Zit gesagt. Es sind Hammer und Hart. Hart! Ja. Okay. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Frage Nummer 20. Wie alt ist Andy in Toy Story 3? Wie alt ist denn der in 1? Jung. Sepp. 7. Nee. So jung? Jetzt geht das wieder los. 7, 9, 10, dann macht 8. 12. Peter, nee. Sepp. 9. Nee. 13. Nee. 10. Nee. 14. Nee. Scheiße. Fuck. Okay, 11. Nee. Schau, was? 8. Nee. 16. Nee. 6. Nee. 15. Nee. 5. Nee. 17. Woo! Ja! Hä? Vorsicht! Was? Er war 17. Ja, der war schon älter da. Der war viel älter. Und noch weniger. Geht um Toy Story 3, Sebastian, ne? Ah, Leute, das hab ich wie überhört, knallhart. Ich dachte im ersten Teil so. Ich hab schon gefunden. Der war jünger. Okay. Und nächste Frage 21 ist: Wer ist Hank aus Findet Dory? Hank. Christian. Ist das die Schildkröte? Nee. Oh nee, fuck, Findet Dory. Ich bin bei dem ganz falschen Film. Findet Dory. Findet Dory. Oh, Hank klingt nach. Ach, Möwe. Ja, genau. Richtig. Nicht. Ich hab auch getippt. Hank. Das können die auch so gut sagen. Hank. Dory hatte da doch einen Freund. Was war das für ein Tier? Christian. Ist das der Oktopus? Oktopus. Das kann das sein. Das ist kein Oktopus, okay. Sondern also eine siebenarmige Krake. Ja, okay. Ja, sehr gut. Ist nicht ein Kraken? Der Kraken, oder? Hier steht eine siebenarmige Krake. Ich dachte, es heißt ich glaub, ein siebenarmiger Krake. Ich glaube, das ist so die Krake, der Krake ist genauso okay. Streitig wahrscheinlich. Gut. Streit. Ja. Nächste Frage ist, wie viele Strafzettel stellte Judy aus Zoomania an ihrem ersten Tag als Politesse aus? Oh, das können... Okay, ja, dann Christian. Achso, du wolltest jetzt eine Schätzfrage draus machen? Hätte ich jetzt gesagt. Ich habe ja schon gedrückt. Ich dachte, es ist eine Trickfrage. Dann machen wir keine Schätzfrage draus. Hier steht nicht drin, dass eine Schätzfrage sein sollte. Das ist schade, weil ich hätte gesagt, keinen. Nee.
Ein. Sepp. Nee. Scheiße. Ich glaube, es sind viele, weil Jay hätte eine Schätzfrage draus gemacht. Ja, gut, du kannst auch aus null. Also ich hätte genauso wie Christian erstmal keine gesagt. Doch der Hase, oder? Mhm. Ja. Ich werde nicht buzzern, weil ich glaube, das wird eine Zahl sein, auf die wir nicht einfach random kommen. Ja, ihr könnt erzählen. Fangt mal an. Wie? Ja, nicht schon wieder. 0 und 1 wurde gesagt. Ja, also 2, okay. Let's go. Komm, Peter, 2. Nein. 5, 4, 3, 2, 1, 2. 100. Ja, hat man ein bisschen gezählt. Ja. Wie heißen Ursulas Moränendiener aus Ariel die Meerjungfrau? Das weiß ich nicht mehr. Alter. War mein erster Kinofilm. Hör mal weiter, bitte. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Gar keine Ahnung. Sebastian ist der. Das ist die Krabbe. Ist die Krabbe. Fabius ist der Fisch. Das ist der Fisch. Ursula, der Kraken. Oder die Krake. Johann war, glaube ich, der Typ, der Macker oder so. 5, 4, 3, 2, 1. Abschaum und Meerschaum. Cool. Wow. Das sind ganz schöne Scheißnamen. Das ist sehr obvious. Wie, was, was ist der größte Schatz von Wall-E? Eine Peter. Kleine Pflanze in seinem Schuh. Oder nicht in seinem Schuh, sondern in meinem Schuh. Ja. Nein. What? What? Chris. Die Kakerlake? Nein. Was reden wir von dem Gegenstand? Also die Pflanze hätte ich jetzt auch der hat ein paar gedrückt. Sachen, die der da immer wieder aus seinem Ding da rausholt. Oh. Also aus seinem... Ich war mir so sicher, in seinem Pflanze, Haus hat. Es tut so weh in meinem Herzen. Was hat er denn in seinem Haus da nochmal Cooles? Er hat da ganz viele Sachen dran. Christian. Kassettenrekorder? Nee. Ein Radio. Was hat noch? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist ein toller Film. Der ist 5, mega. 4, 3, 2, 1. Habe ich noch nie gesehen. Ach, durch. Ein Film über zwei Menschen, die sich verlieben. Oh. Ja, den guckt er sich gerne an, aber ich glaube, die Pflanze liebt er mehr. Nee, die Pflanze ist viel wichtiger. Peter, wir haben herausgefunden, dass das, was hier steht, die Antwort ja, ist. Ja, ja, der erzählt. Ist richtig. Ist richtig. Frage Nummer 25. Von wem wird Woody in Sepp, aufpassen, Toy Story 2 ach, entführt. Wird entführt? Ach. Ja, Woody wird entführt. Boah, ich kann mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Sepp. Ja, von den kleinen Alien, grünen Alien-Dingern. Scheiße, was haben die denn immer nochmal gesagt? Die haben den doch immer angehimmelt. Krale. Ja, irgendwie Krale, sowas. Krale war das ja genau. Nee, das ist falsch. Schade. Klar. Ja, cool. Von Sid. Nein. Schade. Ich hab mir was gemerkt, Jonathan. Ja, kannst du aber bitte appreciaten. Ich weiß nur nicht mehr, welcher die aktuellen Teile sind. Können die Zuschauer gerne appreciaten. War der letzte Teil Teil 4, wo die da in dieser... Ich glaube schon. In dieser Antiquität. Müsste ja mit, dem, mit diesem Nummer sind, ne? Dingern auf Koks. Teil 4 ist doch... Ist Teil 4 nicht das mit dem Rummelplatz? Ja, ja, genau, das auch. Genau. Da sind die doch in diesem Antiquitäten. 3 war doch der Bär, oder wo, nicht? Wo hier die Bumsemarie dann plötzlich ja, richtig genau. Krass ist. Okay, und 3 zwei? War doch der Bär, dieser Bumsemarie. 2 aber auch schon ordentlich her, ey. Ja. Ich. Ja. Der wird entführt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1 von L. einem geldgierigen Spielzeugverkäufer. Ah. Der ach, weil der voll selten ist. Damit haben wir die Hälfte durch. Oder so. Damit haben wir die Hälfte durch. 35 Punkte Sepp, 37 Punkte Peter, 58 Punkte Chris.
Noch theoretisch alles drin, aber Christian hat einen guten Vorsprung. Ja, ich habe mich einfach bei der Raterei zurückgehalten. Das hat sich dann ausgezahlt. Frage Nummer 26. Wie viele Mitglieder in die Monster-Uni gehören der Omega-Kreischma-Verbindung an, bevor Sully dazukommt? Wow. Ist ja wie eine Matheaufgabe. Vier. Peter. Vier ist falsch. Schade. Das war voll die Loser-Truppe, ja. Ja. Aber deswegen habe ich auch nicht nur einen. Sully war der große, ne? Das blaue Vieh. Mhm. Der blau-lila gepunktete Riese. Glaube ich. Sechs. Nee. Drei. Nee. Peter, irgendwie 28. Zwei. Nee. Nee, das waren mehrere, weil die haben ja nachher diesen Wettbewerb und dann machen doch auch mehrere mit. Peter. Fünf. Ja. Ja. Das haben wir nochmal den richtigen treffen. Fünf ist richtig. Bei 27. Welche Bedingung stellt Maui, bevor er Vaiana hilft? Oh. Schade. Uff. Oh. Den habe ich auch nicht gesehen. Oh, der ist super. Ja, das ist aber auch gut. Vaiana ist auch ein guter Film. Man kann nicht sagen, ja. Hab ich auch gesehen. Das heißt, ich gucke Wally nicht, du guckst Vaiana. Das ist schon hart. Schad. Oh Mann, was will der denn? Ich glaube, der will ein Spaghetti-Eis. Will der nicht das Herz des Meeres? Dass die vorher seinen Haken zurückholen müssen? Erst müssen sie seinen magischen Angelhaken finden. Ja! Richtig. Smart. Wo lebt Robin Hood? Das. Oh, Sherwood Forest. Ist richtig. Ich dachte, ich hätte meinen Augenname gesehen. Aber ich dachte nicht. Auch. Gar nicht. Nein. Christian rasiert uns hier. Hätte im Wald vor Nottingham gezählt? Hätte ich gesagt, wie heißt der? Dann hätte ich versagt sogar. Gut, dass Christian rangegangen ist. Ne, wäre okay gewesen, hätte ich ja noch einen Punkt. Aber im Wald von Nottingham, ja, vielleicht hätte er auch durchgehen lassen. Ich lasse ja viel durchgehen. Bei wem oder was ist Mowgli aufgewachsen? Peter. Bei Wölfen. Das ist richtig. Wie heißen die? Keine Ahnung. Das war auch nicht die Frage. Jonathan und William und Moritz. Romulus und Remo, nee, keine Ahnung. Frage Nummer 30 ist, wer ist Jago aus Aladdin? Das ist der Papagei von Jafar. Das ist richtig. Nice. ich hab hier Frustklicken, weil ich gerade nie drankomme. Frage Nummer 31. Wie viele Welpen hatten Pongo und... Jetzt 101. Das kam nicht gerade an, Sepp. 101. Das ist falsch. Waren weniger. Wie viele Welpen hatten Pongo und Perdida am Anfang bei 101 Dalmatiner? Ja, du direkt wusstest, dass das der Dalmatiner-Film ist, Sepp, ist Pongo, erstmal richtig stark, Pongo möchte ich sagen. Man. Ja, wir haben, auch die, wir haben auch diese tolle Toni-Figur, wo die Geschichte ist und die musste ich mir schon 12 Mal anhören. Habt ihr den Cruella-Film gesehen mit Emma Stone? Der war cool, ja. Nein, cool. Habe ich nicht gesehen. Ich meine, das Sepp. War auf jeden Fall zweistellig. Irgendwie 17. Falsch. Was heißt denn am Anfang, bevor die den kleinen Flecki da wieder beleben oder danach? Das kann ich dir ach nicht so, sagen. Das ist natürlich ich relevant, aber ich glaube, der ist mit dabei. Ja, aber ich weiß, ich kann mich auch noch an die Zahl, also die 99 bzw. die 101 kommt ja am Ende erst, weil die ganzen Hunde befreien, aber wie viel die da aus sich rausdrückt, war auch nicht wenig. 11. Sepp. Nee. Das 15. Richtig. Oh, ey, nice, mal. Alter. Weißt du, die Haushälterin sagt dann, weißt du, mit ihrem Schluchzen 14, es sind nur noch 14. Und dann reiben die den. Oh. Alter. Das ist krass. Aber auch vielleicht auch mit Selbsthilfe so ein bisschen. Schon mal vorgetestet hat. Ja, nächste Frage. Welche Tiere sind Kali und Jack aus Cinderella? Das war nochmal Cinderella. Ich bin auch gerade. Das war das mit dem gläsernen Schuh, ne? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Was sind das für Tiere? Ich habe keine Ahnung. Kali und Jack. Chris. Pass auf, das ist ein französischer Name. Das ist bestimmt das Pferd und der Hund. Nein. Schade. Das sind Mäuse. Ist richtig. Die redet nämlich Mäuse. Mit Vögeln und Mäusen, meine ich, aber ich wusste mir nicht mehr, welches von beiden war. 33. Was hat das Krokodil, was Puck? Nice. Chris? Scheiße. Also ich weiß nicht, ob es. Also ich hoffe, die Frage zielt darauf hinaus, aber der hat so eine tickende Uhr verschluckt. Ja, ich würde sagen. Tickende Uhr ist richtig, wenn hier eine Uhr steht, oder? Ja. Die tickt ja immer, deswegen hört ja immer, sicher. Wenn ihr kommt. Was hat das Krokodil, was Hook aus Peter Pan verfolgt, verschluckt? Eine ja, und Uhr. Die ganze Hand, glaube ich, auch, an der die Uhr hing. Ja. Ja, das ist brutal. Das stimmt, aber die Uhr reicht und deswegen hat Hook ja nur den Haken. Ja, und hat Angst vorm Ticken. Frage 34. Wie heißt Remis Vater in Ratatouille? Oh Gott. Bestimmt wieder ein französischer Name. Ja, Papa. Hat auch diese eigene Marke nachher, oder? Ich würde ihn nicht als französisch sehen. Oh. Also Jack. Ja, genau. Sagt denn nicht nachher diese Tiefkühlmarke? Ich will jetzt nicht zumindest jetzt falsch euch leiten, aber ich habe da schon mal so ein. Vielleicht ist das ein. Warte mal, eine wichtige Figur in einem Tarantino-Film. Oh mein Gott, was? Ja, Bill, ne? Nee, aber ich hoffe, ich gebe euch jetzt nicht den falschen Tipp. Django. Es gibt ja einige Filme und ich hoffe, ja, das eben. Ist einer. Weißt du, es ist Herr der Ringe. Ja, einer. Stimmt, Frodo. Oh mein Gott. Du hoffst, das ist einer. Das heißt, du kennst die Person, aber bist dir nicht sicher, ob das ein Tarantino-Film ist? Oh mein Gott. Hitler. Damit habe ich nicht gerechnet. Hä? Ja, ich will mir jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber ich glaube schon, dass das einer ist. Ach, wie hießen? Christian. Jackie? Aus welchem Film? Jackie Brown. Nee, nicht der Film. Also weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch jemand anderen, der noch so heißt, aber nee. An den Film habe ich nicht gedacht. Ich habe nicht an Jackie Brown gedacht, den ja, Film. Ja, aber ich an einen anderen Film gedacht. Den hat Jay eh nicht gesehen, Jackie Brown. Wie hieß ja, er? Ja, aber Jackie Brown ist. Das ist einer der ersten Filme. Ich habe keine Ahnung. Wie hieß denn hier der Bösewicht aus Inglourious Basterds? Hitler? Ja. Nein. Der meint von Christoph Waltz gespielt. Genau. Ich muss mal kurz entfernen. Okay, dann lassen wir noch so lange hier überlegen. Schade, Peter, kannst du leider nicht klingen. Ich habe Hateful Eight zuletzt gesehen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Hateful Eight, an den Film habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ich liebe diese langsamen Szenen und dieses Bullshit-Gelaber dann. Und welchen Film kennt er denn? Jay kennt. Er kennt sowieso nur Inglourious Basterds oder Django oder so. Oder vielleicht. Pulp Fiction? Was ist in dem Koffer? Okay. Eine Lampe. Guck mal, kenne ich den wohl, ne? Immerhin. Also zumindest Kill Bill hier, zumindest Pulp Fiction kenne ich. Aber heißt ja nicht, dass er dabei ist. Ja, okay, komm, ich schließe das jetzt. Ja, Peter ist doch noch gar nicht da, oder? Ja, okay, aber ja, schön, aber ihr drückt ja nicht. Nee, ich drücke auch nicht. Aber wenn ihr jetzt nicht drückt, dann schließe ich jetzt. Hier 5, 4. Christian? Gas. Aus welchem Film? Pulp Fiction. Ah. Nein. Schade.
5, 4, 3. Harvey? Was? Harvey? Aus welchem Film? Pulp Fiction. Naja. Nee. 5, 4, 3, 2, 1 und geschlossen. Es wäre Django gewesen. Es wäre wirklich Django. Es wäre Django gewesen, lol. Es wäre Django. Okay, das hätte ich niemals geraten. Das war ja vorhin nur ein Witz, oder? Ja, eben, weil. Da war ich zumindest ganz sicher, als Django Unchained gesagt hat, war ich zumindest zufrieden, dass ich den falschen Tipp gegeben habe. Krass. Ja, okay. Dann warten wir kurz auf Peter. Es geht weiter. Frage Nummer 35. Wie heißt Tianas beste Freundin in Küss den Frosch? Keine Ahnung. Uschi. Hab ich nicht gesehen. Julius nimmt immer die Packung auseinander und die CD ist schon voll verkratzt. Oh, ich weiß, wer das ist. Oh, keine Ahnung, wie die heißt. Das ist die Reiche. Weiß ich überhaupt nicht mehr. Dann heißt die Charlotte. Ja, kann sein. 5, 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Richtige Antwort ist Charlotte. Labern. Nein, was? Okay, ich habe den Film nie gesehen. Das war ein hundertprozentiger Guess. Ist wirklich Charlotte? Ja! Oh mein Gott, ich dachte, du verarschst. Charlotte, keine Ahnung. Alter, das kann nicht wahr sein. Oh Mann. 36. Was klebte dem Monster George, oder ja doch George, aus Die Monster AG am... Am okay, Rücken, Chris? Und dann gab es den Ultra-Alarm. Da war eine Socke. Das ist richtig, eine Kindersocke. Oi. 37. Warum wollte sich Professor Callaghan aus Baymax an der Roboterfirma rächen? Callaghan, haben wir ausprobiert. Er hat seine Idee geklaut. Nein. Nicht smart. Die haben den gefeuert. Nein. Warum wollte sich Professor Callaghan aus Baymax an der Roboterfirma rächen? Peter. Die waren für den Tod seiner Frau verantwortlich. Jetzt wird's aber düsterer, ey. Schade. Ja, mehr guess ich nicht. Das sind so die typischen Disney-Beweggründe, ja. 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Weil seine Tochter Abigail als Testpilotin in einem Portal verschwand. Das war nicht die Frau, sondern die Tochter. Das war nah dran. Am Ende hundertprozentig wieder, oder? Kann gut sein, ja. Weiß ich aber nicht. Frage Nummer 38. In was verwandelt die böse Hexe Meridas Mutter? Ach, das ist schon wieder hier Merida, oder? Das ist, glaube ich, die Rothaarige. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du weißt, in Schottland, war das typisch schottisch? Ochse. Die haben diese Schottenochsen, die haben diese Riesenhörner an den Seiten, den haben wir da damals gesehen. Tiefe Zähne? War richtig krass. Ein Hund. Was war das? Nein. Okay. Nächste Frage. Achso, Moment, ihr habt ja noch gar nicht geantwortet. Nee, wir haben noch nicht geantwortet. Der Hund war falsch. Achso, worin wird die Mutter verwandelt? In was verwandelt die böse Hexe Meridas Mutter? Oh, jetzt kriegen wir sogar die Story vom Film mit. Die wünscht sich ja, dass die Mutter sich verändert und die böse Hexe macht daraus dann eine Verwandlung in irgendwas. Ja, scheinbar. Ich kann jetzt alles Mögliche. Das könnte auch ein Stuhl sein, deswegen ist das schwierig, da jetzt irgendwie clever zu tippen. Es wird wahrscheinlich ein Tier sein, oder? Ja, wahrscheinlich, aber nicht Aber da könntet halt auch wieder. Ochse, 5, Schwein, Vogel, 4, Drachen. 3, 2, 1, geschlossen in einen Bär. Ah, das war ein Tier. Das war ein Tier. Rapunzel und ihre Mutter haben welche Augenfarbe? Das. Die sind natürlich blau. Natürlich, nein. Grün. Das. Ja.
Wie ne? Nee, Sepp hat den nochmal gedrückt. Frage Nummer 40. Was passiert, wenn Pinocchio lügt? Oh mein Gott. Hä, warum ist da immer Chris ins Gesicht, wenn ich drücke? Ich hasse es. Ich glaube, seine Nase wird länger. Das ist richtig. Guck mal, endlich mal hier so eine Frage, die ich wieder beantworten könnte, aber dann wollte er wieder nicht. Toll. Frage Nummer 41. Was ist Andys Lieblingsspielzeug in Toy Story? Chris. Woody. Richtig. What the fuck? Hä? Dann kommt Captain Buzz Lightyear und dann kommt der Nein. Ja, ja, wo kommen die, Fragen auf einmal her? Ja, was weiß der nicht? Was für ein Tier ist Mickey Mouse? Ich kann nicht drücken. Wer hat denn jetzt unbekannter Spieler, keine Ahnung, ihr wisst nicht gar nichts. Ich kann gar nicht mehr drücken. Das war ein Spaß, ich wollte euch nur ärgern. Ach so. Das ist ultra nicht lustig. Frage Nummer 2. Ich kann auch nicht drücken. Kein Wunder, dass nie mein Gesicht zu sehen ist. Und dann niemand hat gedrückt. Ich glaube, ihr habt alle gleichzeitig gedrückt oder sowas. Drück mal, Sepp. Was wollte Hank im Austausch für seine Hilfe von Dory haben? Sepp. Eine Freundin. Eine Freundin oder seine Freundin? Ja, Dory, die ganze Zeit gefangen gehalten. Ist egal, ist falsch. Aber da fallen mir jetzt wieder so ganz viele Sachen ein, wo man sich drüber nachdenkt, Es ist schon ein Was und nicht ein Wer. Ein oder Was? Wen. Ja. Ja, nee, das was ist nicht wollte Person, Hank aber im Austausch für seine Hilfe von Dory haben? Also wer ist jetzt auch für mich eine Freundin? So, ich hätte jetzt an sowas gedacht wie die Freiheit oder so. Dann wäre ja was. Nee, was ja, wäre was Freundschaft, ist ja, was ist ja eine Freiheit? Ja. Wäre passen. Was will denn so ein siebenarmiger Oktopus haben? Einen achten Arm. Ja, aber den kann die Dinger ja nicht geben. Ja, richtig. Freunde haben wir schon durch. Bleibt nur noch so. Eine Unterhose. Liebe. Siebenbeinige Unterhose. 4, 3, 2, 1. Geschlossen. Eine Transportmarke oder ihre Transportmarke. Oh, damit die mit dem Ding damit fahren dürfen. Oder was? Scheinbar. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Wie viele Raubtiere aus Zoomania waren auf mysteriöse Weise verschwunden? Möchten wir eine Schätzfrage machen oder? Wenn ihr möchtet, könnt ihr da auch eine Schätzfrage rausmachen. Hier steht nicht Schätzfrage, wir können da gerne einen rausmachen. Okay. Ja, gerne. Ja, dann machen wir eine. Brauche ich eine Zahl. Also von 0 bis unendlich natürlich. Ich kann nicht anklicken, dass ich fertig bin. Ich wollte auch gerade sagen, ich kann nicht anklicken, dass ich nicht mehr fertig bin. Du hast doch noch gar nichts eingegeben bei mir, Peter. Oh, aber ich bei mir aber schon. Ich drücke mal F5. Oh, jetzt sind alle Dinger weg bei mir auch. Nice. Du bist bei mir bei 65 Punkten noch. Jetzt habe ich Application Error. Ja, war eine gute Idee. So, unser Programm ist abgeschmiert. Jetzt läuft es aber wieder. Ich habe nachgeschaut, wie das mit der Punkteverteilung war bei dem Problem mit Frage 38. Da war es so, dass Peter und Christian 3 Punkte dazu bekommen haben und Sepp 2. Deswegen habe ich jeweils denen die Punkte abgezogen. Gerade. Nice. Und ihr könnt jetzt nochmal eintippen, stimmt, wie viele Raubtiere aus Zoomania waren auf mysteriöse Weise verschwunden und ich brauche eine Zahl als Antwort. Das ist eine Schätzfrage. Von 0 bis unendlich. Und keine Kommazahlen. Das ist nämlich ein ganzes Tier, wenn dann. Ist eine Maus dann genauso gewertet wie ein Bär? Ja. Aber ist eine Maus auch ein Raubtier? Wenn du Insekten als Gegner siehst, ja. Okay, alle haben eingetippt. 5 sagt Sepp, 16 sagt Peter, 45 sagt Christian. Jemand von euch ist 2 genau weg. Und das ist Peter mit 14. Jawohl! 14? Damit was ist das? Kriegt Peter 3 Punkte. Nice. Gut, dass wir eine Schätzfrage draus gemacht haben.
Frage Nummer 44. Was durften Mike und Sully nicht mehr studieren, weil sie durchgefallen sind? Mathe. Was haben die denn verkackt? Boah. Tja. Keine Ahnung. So ein bisschen grob reicht dir, ne? Ja. Schrecken. Schreckologie. Nice. Yes. Ja, die sind ja mit Schrecken durchgefallen. Frage 45. Die sind ja nicht gruselig, die sind ja lieb. Richtig. Was liebt die Krabbe Tamatoa aus Vaiana? Alles, was glitzert und Edelsteine und funkelt. Und das würde ich als Schmuck bezeichnen. Das ist richtig. Falsch. Frage 46. Wen heiratet Robin Hood zum Schluss? Sepp. Der ist doch die Prinzessin. Ist nicht die Tochter von dem Sheriff? Wie heißt? Hier steht ein Name. Also, Moment. Die Tochter vom Sheriff. Nein, das ist die Prinzessin. Robin Hood. Ich gucke nach. Weil da bin ich ja so fair, dass man das. Das ist die Prinzessin, das ist der Vor- die Füchsin. Disney. Ich glaube, das scheint eine falsche Antwort zu sein, wenn ich mir das so anhöre. Die Prinzessin. So ist sie. Ja, natürlich ist das nicht die Tochter von Schwab, weiß es nicht. Nicht die Prinzessin. Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist die Prinzessin da. Es ist nur eine Maid. Ich habe gesagt, das ist die Prinzessin. Frage ist falsch. Ich gebe frei in 3, 2, 1. Es ist nicht die Prinzessin. Sepp. Das ist die Tochter vom Sheriff. Vom Sheriff? Keine Ahnung, was die Tochter. Wer ist denn? Ja, von dem Oberdu, von dem Bösewicht. Das ist doch der Sheriff, oder nicht? Das weiß ich nicht. Das steht da nicht. Hier steht ein Name. Immer noch. Puh, aber ja, gehen wir mal durch. Lass es immer noch mal durchgehen. Ich habe ja viel durchgehen lassen. Aber auf die Schnelle kann ich das nicht erkennen. Und daher sage ich, das ist falsch. Okay. Das. Mary. Ja, let me check. Was ist denn da deine deutschen Namen stehen? Wenn nicht mal der Name da steht. Ich habe ja einen deutschen Namen stehen. Ah. So. Ma, und in dem englischen Wikipedia stehen die Leute nicht drin. Ma, ey, was fickt mich denn eure Antworten hier heute so? Wir meinen das nur gut mit dir. Okay, Mary ist falsch. Was haben wir denn noch? Wendy. Ne. Jane. Ne. Voll die guten Namen, Alter. Das Blöde ist, weißt du, wenn du das hörst, dann weiß ich wieder, das brüllt er die ganze Zeit. Wie hieß die noch? Keine Ahnung. Ich dachte, das wäre entweder die Prinzessin oder von dem komischen Sheriff die Tochter. 5. Also. 4, 3, 2, 1, geschlossen. Es war die Maid oder Maiden Marian. Ach jo. Und die war Füchsin und der Sheriff war Wolf. Also ist die Tochter nicht eine Füchsin. Habe ich mir zumindest so schnell gedacht. Keine Ahnung, ich hab das nicht erkannt. Nächste Frage. Wie betitelt Scar gegenüber Simba das Schattenland? Sepp. Elefantenfriedhof? Ja, sehr gut. Ja. Endlich mal hier eine König der Löwen-Frage. Gab's ja auch gar nicht. Ja, wirklich mal. Vervollständige den ganzen Satz des Spiegels. Frau Königin. Punkt, Punkt, Punkt. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Nee, das fragt sie ja. Nein.
genau, der Spiegel. Ersatz des Spiegels. Genau, was sagt der Spiegel? Spiegel sagt, die Frage der Königin ist, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das stimmt. Wahrscheinlich. Schneewittchen. Nein. Das ist einfach Frau Königin Schneewittchen, schade. Ich sag nicht Frau Königin Schneewittchen. Bin ich nah genug dran? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ist das nicht auch voll lang? Ja. Ja, deshalb, das ist halt so. Ja, gut, also, ne? Egal. Also, ne, Frau Königin, Sie sind die Schönste hier, weit und breit, aber in einem entfernten Land, da gibt's noch eine, die ist noch schöner. Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr. Und das war mir nah genug dran, was Sepp jetzt gesagt hat. Er hat vor allem sogar noch, ihr seid die Schönste hier gesagt. Ja, das war so regional war ja. Die schick, aber... Ralf 49. Welches Tier ist Little John aus Robin Hood? Oh, nein, oh. Alter, Christian. Chris. Wer war denn nochmal Little John? Ein Bär. Ja, ah, das ist richtig. Gesagt. Ja. Und Frage Nummer 50, last. Wie versucht der Wolf aus Die drei kleinen Schweinchen in das Backstein... Pustet und hustet. Husten. Und das Pust. Ist falsch. Pustet. Wie versucht der Wolf aus Die drei kleinen Schweinchen in das Backsteinhaus zu kommen? Ich glaube, so versucht er, die da rauszubekommen, oder? Also, dass sie sich verstecken. Aber versucht er nochmal anders da reinzukommen? Ich dachte so richtig. Er verkleidet sich. Als? Als Schwein, als Mutter. Falsch. Und verkleiden ist generell falsch. Ich wollte nur wissen, was du halt möchtest. Ah. Also du hast ja erst das, glaube ich, so, das Haus aus Stroh, dann hast du das Haus aus Holz und dann hast du das Backsteinhaus. Mhm. Fünf. Keine Ahnung. Vier. Drei. Zwei. Eins. Es ist... Durch den Schornstein. Oh, denn den hat er ja nicht wegziehen. Wie der Weihnachtsmann, ja. Oh. Wie der Weihnachtsmann. Und damit sind wir durch. Frage Nummer 50 ist zu Ende. Dabei. Und da waren auch schwierige bei. Da waren aber auch natürlich einfache Fragen, wie mit dem Lügen von Pinocchio-Feder. 63 Punkte Sepp, 77 Punkte Peter, 101 Punkte Christian. Yay. GZ. Du bist unser Disney-Meister hier unter euch dreien. Und das war stark von dir. Das war 50 Fragen zu Disney/Pixar. Dankeschön, Sunny, fürs Einreichen der Fragen. Ihr könnt Fragen immer wieder an spielshow@peatsmeet.de einreichen, korrekt? Spielshows vorbereitet, ne? Wenn ihr möchtet, so 50 Fragen oder sowas. Aber auch gerne zu so allgemeineren Themen, die jetzt also nicht so eng sind, ne? Also nicht irgendwie 50 Fragen zu Gothic, das wäre zu krass. Aber zu Peach ist cool. Zu Peach ist auch okay. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein, ciao. Tschüss.